Royals, enthüllt. Das treibt Prinzessin Elisabeth ihrer Freizeit in Oxford. Seit Oktober 2021 studiert Prinzessin Elisabeth, 21, am Lincoln College der Universität Oxford Geschichte und Politik. Hier genießt die belgische Thronfolgerin ihr mehr oder weniger normales Leben als Studentin. Bevor sie irgendwann das Zepter von ihrem Vater König Philipp, 62, übernehmen muss. Bis dahin geht die 21-Jährige neben ihrem Vollzeitstudium leidenschaftlich gerne ihren Hobbys nach. Wie ein aktueller Beitrag im Netz beweist. Der Lincoln College Board Club, eine der größten Sportgemeinschaften der Universität von Oxford, präsentiert das Hilarus W1-Team für das Torpedes 23 Race, das in diesem Jahr vom 22. bis zum 25. Februar 2023 stattgefunden hat. Und siehe da, auch Prinzessin Elisabeth hat an dem Ruderwettkampf teilgenommen, Foto, zweite Reihe. Links, im Gegensatz zu ihren Teamkolleginnen verzichtet die Royal allerdings auf eine detaillierte Vorstellung in den nächsten Slides. 2022 tauchte Elisabeth schon einmal im W2-Team auf, ihr Name wurde dort als Elisabeth de Sachse-Coburg erwähnt. Mit der Leistungsbeschreibung neutral gut. Auch in diesem Jahr benutzt sie den Nachnamen de Sachse-Coburg. Die Torpedes-Regatta ist ein sogenannter Bumps-Race. Das ist ein Ruderwettkampf zwischen Colleges, bei dem 8 Boote nacheinander starten, mit einem bestimmten Zeitabstand zwischen den einzelnen Booten. Ziel ist es, das Boot, das vor einem gestartet ist, zu überholen und buchstäblich anzustoßen. Während man selbst nicht von dem Boot getroffen werden darf, das nach einem gestartet ist. Es gibt mehrere Rennen. Wenn man es geschafft hat, ein Boot zu treffen oder zu überholen, startet man im nächsten Rennen vor diesem Boot, erklärt Selina Peters von der flämischen Ruderliga gegenüber dem TV-Sender VRT. Bei einem solchen Wettkampf werden allerdings sowohl die Boote als auch die Ruder schnell beschädigt. Daher müssen die Colleges ein großes Budget dafür haben. In einem Boot sitzen 9 Personen. Prinzessin Elisabeth hat angeblich die Position 6. Die flämische Ruderliga ist begeistert, dass Elisabeth sich für ihren Sport interessiert und möchte die Prinzessin gerne einladen, auch einmal bei ihnen vorbeizusehen. Immerhin feiert die Liga im Jahr 2024 ihr 50-jähriges Bestehen. Verwendete Quellen: Instagram.com, TEDA.DK, VRT. Du